Moin und herzlich willkommen hier auf YouTube. Heute geht es mal wieder um Licht und zwar genauer gesagt um Dauerlicht. Die Firma Siung hat mir mal wieder ein Licht zugeschickt und zwar ist es irgendwie sozusagen der Bruder vom Mollus X100 und zwar heißt das schöne Teil hier Mollus X60 RGB. Und was hier ganz toll ist, das ganze Teil kann diesen ganzen RGB-Farbraum widerspiegeln. Ich hole euch das mal raus. Größe ist wieder winzig. Ich habe mal das Handy auf den Tisch gepackt, dass ihr mal ungefähr seht, wie groß das Teil ist. Also das ist echt winzig. Das ganze Ding wiegt 313 Gramm. In der Combo-Version gibt es die schöne Tasche wieder dazu, die sehr praktisch ist, gerade wenn man das Ding transportiert und nicht in die Fototasche stecken möchte, sondern auch das Equipment damit zunimmt. Das ist der Aufsteckakku, der auch gleichzeitig als Griff fungiert. Und dann gibt es noch ein USB-C-Ladekabel dazu. Hier gibt es noch so eine Netzstecker-Lademöglichkeit, dass man das Teil auch mit Netzstecker betreiben kann oder zum Aufladen halt, geht beides. Und dann gibt es noch eine, ja, Normalreflektor ist es, den es dabei gibt, mit wo so ein Dom drauf ist, um das Licht ein bisschen weiter zu machen oder halt den Lichtkreis auszuleuchten, wenn man mal irgendwie ja, ein bisschen was Großflächigeres oder Innenräume halt hat, die man irgendwie ausleuchten möchte. Das kann man da dann drauf knipsen. Ja, das ist im Großen und Ganzen, was in der Combo-Version dabei ist. Was nicht dabei ist, was es aber als Zubehör gibt, das gibt's oder das gab es bei dem Mollus X100 dazu in der Combo-Version. Das ist einmal der Bones-Adapter. Der passt natürlich hier auch drauf. Dann kann man alles, was es an Lichtformen gibt, mit Bones-Anschluss verwenden. Softboxen, Striplights, Beauty-Dishes, Reflektoren, was auch immer. Passt alles da drauf. Das heißt, Sion hat hier alles kompatibel gelassen und so, dass man das auch untereinander tauschen kann, diese ganzen Lichtformer. Was ich ziemlich gut finde, dass man nicht für jedes Teil irgendwie sich alles neu holen muss. Ansonsten, hier ist auch nur noch Softbox bei. Die habe ich euch ja auch schon mal letztes Mal gezeigt. Na. So. Das ist dann eine Softbox. Wenn man mal beim Film ist oder so, dann eignen sich die Teile ganz gut. Ansonsten, wenn es um die People-Fotografie geht und man das andere Equipment dabei hat, dann macht das natürlich Sinn, den Bones-Adapter zu nehmen und da eine vernünftig große Softbox oder so rauf zu stecken. Ja, ansonsten ein Schalter. Das Ganze dauert eine Sekunde. So, und jetzt hat man halt die Möglichkeit, das Ganze als ja, normales Weißlicht zu verwenden, wo man die Farbtemperatur zwischen kalt und warm von 2700 Kelvin bis 6500 Kelvin kann man hier alles einstellen und stufenlos regeln. Die Helligkeit lässt sich auch stufenlos regeln, was ziemlich cool ist. Und jetzt kommt eigentlich das Spannende, nämlich der Unterschied zu dem Mollus X100. Man kann hier jetzt in den RGB-Modus oder HSI-Modus kann man das Teil umstellen. Und da hat man nämlich die Möglichkeit, den ganzen Farbraum mit einem Regler durchzugehen und zu verändern. Und das ist ziemlich cool. So, mit dem anderen Regler verstellt man das Menü und da kann man halt die Helligkeit nochmal ändern. Wie gesagt, das Teil hat 60 Watt, das ist mehr als ausreichend. Und dann als dritten Knopf haben wir noch die Sättigung, die können wir auch noch ändern.
Und somit können wir eigentlich jede Farbe, die das Herz beliebt, abbilden. Das ganze Teil ist, wie gesagt, winzig, hat 313 Gramm, einen An- und einen Ausschalter und ansonsten die beiden Knöpfe, womit man das ganze Teil bedient. Sehr innovativ, einfach zu bedienen. Ich sag mal, das kriegt jeder irgendwie nach einer Minute hin, wenn er sich das Teil angeguckt hat, damit rumzuspielen. Ansonsten 60 Watt hat das Teil. Bei voller Leistung soll der Akku ungefähr 50 Minuten halten. Da ich das jetzt im Test irgendwie immer bei 30% laufen lassen habe, hat das deutlich über eine Stunde gehalten. Irgendwie so anderthalb, ein, dreiviertel Stunden war gar kein Problem, hat der Akku mitgemacht. Dann hat das Ganze noch 10 Lichteffekte, das Gerät. Und zwar 10 normale Lichteffekte, 6 RGB-Effekte, also sprich 16 Stück insgesamt. Damit kann man auch wieder diverse Sachen simulieren, irgendwie Blinkeffekte, Disco-Effekte und so weiter und so fort. Was für die Videografie ganz interessant ist. Zum Fotografieren macht es nicht so viel Sinn, deswegen nutze ich die nicht. Man kann das auch über eine App steuern, und zwar ist das die Zion Vega App. Da kann man dann halt auch mit den Farbkreisen und so kann man das alles innovativ, sag ich mal, steuern, machen und tun. Da ich ein Freund von Knöpfen bin und wenn es nur zwei Knöpfe sind, ist das so einfach und schnell einzustellen. Also da bin ich wesentlich schneller, manuell das Ganze zu machen. Und deswegen nutze ich es so, wie es ist. Ansonsten hat man den Akku, um das Ganze zu betreiben. Man kann das über das Netzteil betreiben oder halt über den USB-C-Anschluss. Funktioniert das auch. Und da haben wir nämlich hier unten noch einmal die Anschlüsse für das Netzteil und für den USB-C-Anschluss oder halt den Akkugriff, den man dafür verwenden kann, was eigentlich die entspannteste Variante ist, wenn man unterwegs ist. Ja. Verarbeitung ist sehr gut. Das Ganze hat auch wieder einen Lüfter eingebaut hier, um die Farbqualität beizubehalten. Und ich muss sagen, selbst wenn der Lüfter angeht, es ist mal wieder so, man hört nichts von dem Teil. Es stört nicht bei Videoaufnahmen und gar nichts. Und ja, das ist eigentlich ziemlich cool, weil das immer ein No-Go ist, wenn man Videos macht und man dann den Lüfter hört. Und das will ja niemand. Deswegen, das tut es nicht. Wir waren damit unterwegs und haben ein Shooting in der Stadt gemacht und haben das Ding ausgiebig getestet, sowohl im normalen Lichtbereich, also im Weißlichtbereich, als aber auch halt im RGB-Modus mit den Farben rumgespielt und ein paar coole Bilder gemacht. Und ja. Ja, ich kann das Licht nur weiterempfehlen. Bei mir bleibt es auch in meinem Bestand. Und in der Kombination mit dem 100er, mit dem Molos X100 und dem Molos X60 RGB, denke ich mal, kann man ganz coole Sachen machen und das halt minimalistisch, was den Platz angeht, weil man diese kleinen Täschchen echt eigentlich überall mit hinkriegt und gar kein Problem hat irgendwie, dass man mit Übergepäck oder irgendwie sich da abbuckelt, um das mitzuschleppen. Deswegen ist das eine coole Sache. Und zum Preis: Das Gerät kostet aktueller Stand heute, muss man sagen, in der Standardversion. Da ist irgendwie das Gerät ein Ladekabel bei, glaube ich, und das war's. Kostet das 2,99 €. Und in der Combo-Version, wie ich sie hier habe, mit dem Lichtformer, mit dem Netzteilanschluss, mit dem Batteriegriff und der Tasche, liegt das Gerät aktuell bei 3,89 €.
Aber das Video ist ja auch nicht umsonst da, einfach nur um das zu präsentieren, sondern auch ein Benefit für euch. Und zwar gibt es wieder einen Rabattcode, den ich euch unten in der Videobeschreibung mit reinpacke. Und dann könnt ihr direkt über den Link dort bestellen, den Rabattcode eingeben. Und dann gibt es noch ein paar Prozente obendrauf. Und ja, ansonsten hoffe ich, das Video hat euch einigermaßen gefallen. Es hat Spaß gemacht, ihr habt zugeguckt. Könnt ihr mal beschreiben, ob ihr auch Dauerlicht-Fans seid oder nicht. Oder ob euch Farblichter nicht interessieren, sondern nur normale Weißlichter oder umgedreht. Schreibt mal rein, das würde mich mal interessieren, was ihr so benutzt. Und, oder ob ihr eher die Blitzer seid. Ansonsten Kanal abonnieren, ein Like geben, einen lieben Kommentar. Würde ich mich drüber freuen. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, haut rein, macht's gut. Ich wünsche euch was.